Hallo liebe Freunde, was haben der Schachkönig und Lenin miteinander gemeinsam? Ihr wisst es nicht? Na dann, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Bei der Erwähnung des Schachkönigs wird bei dem einen oder anderen von euch bereits das sprichwörtliche Licht der Erkenntnis aufgeleuchtet sein. Richtig. Wir fahren nach Burstendorf und beginnen unsere Tour am Ortsende auf dem Wanderparkplatz beim Forsthaus. Das Waldlabyrinth bzw. der HA-Gedenkstein sind unsere ersten Ziele. Also los geht's, vorbei an der ersten Schachfigur, dem Bauern. Nach 500 Metern erreichen wir diese Waldkreuzung. Diese ist der sogenannte Wettinplatz. Und was finden wir hier? Den König des Schachspiels. Aber bei dem Namen des Platzes wohl auch kein Wunder. Schließlich waren die Wettiner mit ca. 1000 Jahren eines der ältesten urkundlich nachgewiesenen Geschlechter des deutschen Hochadels und obendrein über viele Jahrhunderte das sächsische Herrscherhaus. Also zu erzählen gäbe es vieles zu diesem Thema. Aber schaut genau hin, denn ihr entdeckt noch den angesprochenen HA-Gedenkstein. Was es damit auf sich hat? Vom 15. bis 19. Juni 1889 beging man überall in Sachsen die Wettinfeier. Zur Erinnerung an die 800 Jahre währende Herrschaft der Wettiner in Sachsen. Das H steht für Heinrich, Graf von Eilenburg, dem ersten Wettiner, dem 1089 die Grafschaft Meißen, das spätere Sachsen, übertragen wurde. Das A erinnert an König Albert von Sachsen, dem im Feierjahr 1889 regierenden Herrscher des Königreichs. Doch nun genug gestaunt, machen wir uns auf den weiteren Weg. Zunächst die letzten 80 Meter zum Waldlabyrinth. Ich bin mir sicher, ihr kennt es bereits. Schließlich ist es das erste Ostdeutsche seiner Art. Wer hat gesagt, er war hier noch nicht? Also nichts wie hinein. Ihr würdet etwas verpassen. Wir warten inzwischen. Nach dem lustigen Irren und Wirren im Labyrinth folgen wir dem eingeschlagenen Weg weiter. Wie immer stelle ich euch die Links von Komoot und Autoactive unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Aber eigentlich ist der Weg nicht zu verfehlen. An der nächsten großen Kreuzung führt der Schachwanderweg nach rechts zum Hangweg. Da wir diesen in der Vergangenheit schon einmal gemeinsam gelaufen sind, biegen wir heute hier nach links ab. Auf dem ersten Stück ist der Weg mit Platten ausgelegt, aber das ist kein Problem zum Laufen. Genießen wir den bunten und schönen Herbst. Am nächsten Abzweig geht es ganz entspannt rechts weiter. Letztlich geht es mit uns doch den Berg runter. Aber keine Sorge, wir landen schließlich auf dem letzten Stück vom Hangweg und müssen wieder links abbiegen. Thank you.
Am Rötenbachweg, welcher aus unserem Flöhertal hier hochkommt, begegnen wir einem kleinen Gartenzwergeparadies. Aber, oh Schreck, auch Gartenzwerge kommen wohl in die Jahre. Sei es drum, laufen wir ein ganz kleines Stück links nach oben und haben ein Problem. Eigentlich müssten wir nach rechts über die Brücke, die ist aber baufällig gesperrt. Und nun, wer halbwegs sportlich ist, der schafft es aber auch mit einem kleinen Sprung über den Bach. Wer sich das nicht traut, der geht einfach den Rötenbachweg weiter hoch. Wir treffen uns dann weiter oben. Auf der anderen Seite angekommen, laufen wir den Dürrebergweg hoch. Gerade weil er schon ein bisschen verwildert ist, finde ich es angenehm, hier hochzugehen. An der nächsten Kreuzung möchte ich euch zu einer ganz besonderen Attraktion einladen, auch wenn wir dafür einige hundert Meter zweimal gehen müssen. Wir biegen rechts ab, auch wenn der Weg am Anfang ein klein wenig zerfahren ist, so ist er doch noch gut begehbar. Es gibt schlimmere Wege. Schnell sind wir am Ziel angekommen. Ihr seht nichts? Schaut mal genau hin. Hier ist die Rheinbachtalsperre. Der Name sagt euch nichts. Bis gerade eben dürfte es wirklich nicht mehr viele Menschen geben, welche diese Talsperre noch kennen. Sie ist schlicht und einfach in Vergessenheit geraten. Ich habe hier vor vielen Jahrzehnten, die genaue Zahl lassen wir jetzt aus Gründen der Diskretion mal weg, die ersten meiner Kinderjahre verbringen dürfen. Und schön und idyllisch ist sie, die Rheinbachtalsperre, finde ich jedenfalls auch heute noch. Mit Statistiken ist es ja immer so eine Sache. Offiziell ist die Talsperre Klingerbach die kleinste sächsische Talsperre. Die Talsperre Oberpürg soll laut Statistik sogar die kleinste in ganz Europa sein. Aber offensichtlich ist dabei unsere Rheinbachtalsperre völlig in Vergessenheit geraten. Weder in der Literatur noch im Internet findet man irgendwelche Angaben darüber. Aber ihr seid jetzt ein Stück schlauer. Zufrieden begeben wir uns die wenigen hundert Meter zurück und folgen jetzt dem Weg gegenüber. Wer genau hinschaut, der sieht unten den Rötenbach bzw. den gleichnamigen Forstweg, welchen man alternativ auch nutzen kann, wenn man den Sprung über den Bach scheut. Auch hier gehen wir nicht lange und stoßen auf die nächste der kleinsten Talsperren, die Rötenbachtalsperre. Jetzt ist es an der Zeit zu erklären, was es eigentlich mit diesen beiden kleinen Talsperren im Rötenbacher Wald auf sich hat. Die Sache ist ganz einfach. In einem früheren Film hatte ich euch bereits einmal von der Wasserversorgung für die Stadt Chemnitz erzählt. In den 20er Jahren wurde begonnen, ein entsprechendes Talsperrensystem zu errichten. Diese beiden hier gehörten dazu, hatten jedoch noch eine Besonderheit. Infolge der höheren Lage lief von hier das Wasser direkt in die 19-Hainer- bzw. Seidenbach-Talsperre und es wurden keine Pumpen benötigt. Seit 1995 gehören die Talsperren jedoch dem Forst und werden nicht mehr als Trinkwassertalsperren genutzt. Sind sie deshalb in Vergessenheit geraten? Wie auch immer, ich finde es hier sehr schön und idyllisch und hoffe, dass es euch auch gefällt. Eigentlich müssten wir jetzt den Weg schräg den Hang hoch. Aber um die Idylle noch ein wenig auszukosten, laufen wir ans Ende der Talsperre und finden einen gemütlichen Rastplatz. Und wollt ihr noch mehr für die Gesundheit tun? Dann probiert doch einmal das Wassertretbecken aus. Naja, manchmal ist es wirklich schön, im Wald herumzusitzen. Nur vorwärts kommt man nicht. Also raffen wir uns auf und gehen zurück zur Staumauer und wie angekündigt jetzt rechts nach oben. Zum Glück ist die Steigung nicht ganz so hoch und so kommen wir am sogenannten langen Flügel oben an und gemächlich geht's rechts weiter. Ich hoffe, ihr könnt die herbstliche Stimmung genauso genießen wie ich. Nach einem knappen Kilometer kommt eine größere Waldkreuzung in Sicht. Aber wir biegen vorher erneut rechts ab.
Und siehe, das erste Anzeichen der Zivilisation, ein Klo mitten im Wald. Also laufen wir noch um die Ecke und stehen, genau, ihr lest richtig, vor der Hütte am Leninfelsen. Was es damit auf sich hat, 1968 waren hier im Rödenbacher Wald große Teile der Sowjetarmee stationiert. Als Kind fand ich es spannend, wenn ich mit meinem Vater hier zu den Soldaten herfahren durfte. Für die Soldaten waren die Besuche der Dorfbewohner willkommene Abwechslung und diese Begegnungen wurden unter anderem zu diversen Tauschgeschäften genutzt. Schnaps gegen russisches Benzin oder frisch gebackenes Brot aus der Feldbäckerei. Und wie gut hat das geschmeckt. Und vieles andere mehr. Langweilig war es den Soldaten dennoch. Und so wurden aus Scherben riesengroße Mosaike gebaut. Die waren noch über Jahre im Wald zu finden. Und hier wurde Lenin im Felsen verewigt. Wo? Ich wünsche euch viel Spaß beim Suchen. Seid ihr fündig geworden? Gut, dann laufen wir weiter. An der nächsten Kreuzung gehen wir links nach oben. Es geht zwar steil, aber nur kurz hoch. Noch einmal Pause machen oder geradeaus weitergehen ist hier die Frage. Wie auch immer, beim Weitergehen genießen wir die wundervolle Natur und kommen ganz schnell an einen bekannten Ort heraus, nämlich am HA-Gedenkstein, welchen wir uns vorhin bereits angeschaut haben. Und nun, da Möglichkeiten gibt es, wie ihr seht, wieder mehrere. Der kürzeste wäre der Weg gegenüber, auf dem wir vorhin hierher gelaufen sind. Da ich aber ungern einen Weg zweimal laufe, obendrein das Wetter heute prächtig ist, würde ich euch empfehlen, lauft nach rechts. Zunächst geht es zwar ein Stück Schnur geradeaus bei den schönen Herbstbildern, aber kein Problem, wie ich finde. An der kleinen Steigung angekommen, ist es wieder Zeit, ein wenig der Vergangenheit zu frönen. Heute schwer vorstellbar und nicht mehr zu sehen. Hier rechts war früher eine relativ große Sandgrube. Die Einwohner von Burstendorf und Eppendorf haben sich damals reichlich bedient und auch der Sand meines ersten Sandkastens wurde mit diesem Sand gefüllt. Ich sagte, man sieht nichts mehr. Schaut mal ganz genau hin. Dann entdeckt man doch etwas. Kaum zu glauben, in diesem Waldboden ist wirklich noch der letzte Rest Sand zu entdecken. Eine schöne Erinnerung für alle, die noch einen Bezug dazu haben. Auch das gegenüberliegende Waldstück barg früher Geschichtliches. Im März 1945 wurde Chemnitz, ähnlich wie wenige Tage zuvor Dresden, von englischen und amerikanischen Bombern angegriffen und sollte ausgelöscht werden. Den Feuerschein der brennenden Stadt soll man übrigens bis hierher gesehen haben. Aber eines der Flugzeuge warf, warum auch immer, eine seiner Bomben hier im gegenüberliegenden Waldstück ab und viele Jahrzehnte war der Bombentrichter noch zu sehen. Erinnerung an den Krieg vor der eigenen Haustür. Genug der alten Geschichten, biegen wir nach links ab und genießen wir, dass wir am Leben sind, wiederholen möglichst nicht die Fehler unserer Vorfahren und vor allem genießen den schönen Wald und den herrlichen Herbsttag. Am Ende landen wir an der Eppendorfer Straße. Klar könnten wir jetzt die Straße nach unten laufen und sind noch ca. 300 Metern am Ziel. Aber nach so viel Ruhe und Natur wäre es natürlich Quatsch, jetzt an der Straße zu gehen. Also den nächsten kurzen Schwenk nach links, wieder für ein Stück in den Wald. An der nächsten Waldkreuzung rechts und so erreichen wir schließlich wieder unseren Wanderparkplatz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf den Spuren des Schachkönigs Lenins und den vielen alten Geschichten zu wandeln. Und wem die Tour zu kurz war, der kann von hier natürlich gerne die weiteren Varianten des Schachwanderwegs anhängen oder variieren. In diesem Sinne, bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahn-Highlight. Ciao!